In diesem Video möchte ich schnell einige Handgriffe in Keynote zeigen, und zwar wie du dein eigenes Thema einrichten kannst. Wenn du eine neue Keynote-Präsentation erstellen willst, hast du vielleicht nur die Dinge, die mitgeliefert werden. Ich wähle einmal Standard Weiß. Und wenn ich hier zusätzliche Folien einfügen möchte, dann habe ich ganz viel, was ich gar nicht brauchen kann. Ich kann oben links auf diesen Menü-Button klicken und sehe dann verschiedene Optionen, und eine davon heißt Folienlayouts bearbeiten. Wenn ich das anklicke, dann sehe ich alle diese Templates, und die meisten kann ich nicht brauchen. Die kann ich löschen. All dieses Zeug fliegt raus. Du kannst es auch anklicken und mit der Backspace-Taste etwas vorwärts machen. Es gibt einige, die sind ganz okay, die kann man drin lassen, aber das meiste ist total redundant. Und ich würde sagen, etwa so viel reicht. Vielleicht ist auch das zu viel. Auch diese Titelfolie kann rausfliegen. Und wenn du etwas rausschmeißt, was schon in der Präsentation drin ist, zum Beispiel eben die Titelfolie, die ist standardmäßig drin, dann wird gefragt, mit was das aufgefüllt werden soll. Und dann kann ich eine andere auswählen und das anklicken, und dann funktioniert das mit dem Löschen. Und ich kann diese Folien auch umbenennen und hier sagen, die heißt jetzt neue Titel, und Agenda heißt auf Deutsch etwas anderes als auf Englisch. Vielleicht Untertitel oder Textfolie. Und dann bin ich hier eigentlich fertig. Was ich aber auch gleich noch tun kann, ist die Schriften ändern. Ich kann so ein Feld auswählen und auf den Textbutton klicken. Das ist hier, dazu muss der Pinsel ausgewählt sein, oben rechts. Und da gibt es ganz viele Absatzstile, auch die sind in der Regel nicht notwendig. Ich denke, du kommst mit zwei, drei solcher Absatzstile zurecht. Und auch hier kannst du löschen. Du hast neben jedem dieser Punkte einen kleinen Pfeil. Wenn du den anklickst, kannst du sagen Stil löschen. Und Probleme gibt es nur, wenn es den Stil bereits gibt auf einer Folie. Dann musst du angeben, mit was das ersetzt werden soll. Und dann auf OK klicken. Also so kannst du hier auch einmal aufräumen. Ich würde sagen, drei, vier solcher Stile reichen. Und dann kannst du eine andere Schrift auswählen. Und wenn du dann auf Aktualisieren klickst, dann wird das übernommen als neue Einstellung für diesen Stil. Und immer wenn du dann eine neue Titelfolie mit diesem Text machst, wird es mit dieser Schrift geschrieben. Du kannst natürlich auch die Schriftgröße und die Farbe und so weiter hier ändern. Das musst du aber nicht unbedingt in diesem Template-Bearbeitungsmodus tun. Dass du im Template-Bearbeitungsmodus drin bist, siehst du an diesem blauen Balken unten. Wenn du das Template nicht mehr weiter bearbeiten willst, kannst du auf Fertig klicken, und dann kommst du wieder zurück in deine Präsentation. Und du kannst auch hier irgendeinen Text auswählen und dann eine andere Schrift einstellen und dann auf Aktualisieren klicken, und auch so werden deine Absatzstile angepasst. Also dazu musst du nicht extra in diesen anderen Modus wechseln. Ich wiederhole noch einmal, das ist hier über diesen Menü-Button zugänglich, dieser blaue Menüpunkt mit dem blauen Raster drin. So machst du dein eigenes Template, und wenn du damit fertig bist, das kannst du übrigens auch mit deiner bestehenden Präsentation machen und die anpassen. Aber wenn du das Template speichern willst, dann kannst du im Menü auf Ablage klicken,
Und dort sagst du Thema sichern. Und dann wirst du gefragt, was du damit meinst. Du hast zwei Optionen zur Themenauswahl hinzufügen. Dann kannst du es beim Erstellen einer nächsten Präsentation wieder auswählen. Oder du kannst es sichern. Dann kriegst du eine Datei, die du an deine Freunde verschicken kannst oder an deine Kunden. Und die können dann dieses Keynote-Thema bei sich verwenden und bei sich zur Themenauswahl hinzufügen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie die richtigen Schriften haben. Ich klicke an zur Themenauswahl hinzufügen und dann gibt es mir in der Themenauswahl ein neues Feld, ein neues Vorschaubild und dort kann ich einen Namen geben. Und dann mit Enter bestätigen und dann habe ich dieses Thema hier neu zur Verfügung und kann es auch gleich auswählen und kriege dann eine neue Präsentation.